Vielen Dank für drei sehr grundlegende und sich auch sehr schön ergänzende Vorträge. Wir haben jetzt ganz gut Zeit zu diskutieren. Danke, dass ihr euch alle an die Zeitvorgaben gehalten habt. Vielleicht stelle ich eine Frage in die Runde und dann öffnen wir relativ schnell zum Publikum hin. Oder vielleicht kann man diese Frage auch etwas unterteilen. Also eine Figur, die sich in allen drei Vorträgen wiederfindet, ist eben diese Spannung oder dieses dialektische Verhältnis von Offenheit und Schließung, also oder von Experiment und Kontrolle, von Gesten oder einer gestischen Überschreitung der gegebenen Verhältnisse zugunsten eines neuen Lernerlebnisses, aber auch neuer Lernergebnisse und der gleichzeitigen immer wieder nach über kurz oder lang eintretenden Begrenzung dieser Überschreitung oder Einhegung dieser Beschreitung. Das heißt, das Gehege, das am Anfang steht, wird immer wieder geöffnet und immer wieder geschlossen. Und das konnten wir an der Frage beobachten, einerseits also diese Öffnung im sozialen, im gesellschaftlichen Gefüge, die durch die Gesamtschule befördert werden sollten, durch die Auflösung des dreigliedrigen Schulsystems zugunsten eines der Ermöglichung des Zugangs zu höherer Bildung für eine weit größere Zahl, die natürlich wiederum Gründe hatte in der ökonomischen Situation, unter den ökonomischen Bedingungen der Zeit. Und dort die Öffnung, die die Gesamtschule auch räumlich angeboten, vorgeschlagen hat, immer wieder an ihre Grenzen stieß. Und diese Grenzen waren ja sehr unterschiedlicher Art. Sie waren politischer Art, sie waren pädagogisch-theoretischer Art, sie waren aber auch praktischer Natur. In den Schulen selbst wurde das Prinzip der Offenheit einerseits behauptet und auch teilweise gelebt, aber immer wieder auch unterlaufen, unterbrochen, behindert. Und vielleicht könntet ihr noch alle noch einmal kurz, also auf den jeweiligen, auf das jeweilige, auf die jeweilige, sagen, auf das Bezugsfeld eurer Vorträge hin ein paar Worte sagen zu dem, was jetzt auch aus heutiger Sicht diese Öffnungsbewegung der 60er, 70er Jahre in besonderer Weise charakterisiert. Also was sind vielleicht weitere Grundfiguren in diesem Pendeln, in diesem Oszillieren zwischen Öffnung und Schließung? Vielleicht beginnt mit Monika Mattes, also die Frage der, wie zum Beispiel die Öffnung der Schule, also dieses interessante Problem, das entstanden ist bei der Gropius-Schule, dass die Gropius-Schule in Neukölln geplant hatte als Halbtagsschule, aber sie als Ganztagsschule betrieben werden soll. Also das heißt, die räumlichen Bedingungen waren nicht gegeben, dass der Raum musste nachträglich geschaffen werden, um diese Ganztagsschulaufgabe erfüllen zu können. Ist dieses Missverhältnis zwischen räumlichen Gegebenheiten, Planungsvorgaben und Nutzungsrealitäten eines, das vielleicht so eine Schlüsselfigur ausmacht der Zeit? Puh, viele Fragen. Also ich würde vielleicht mal so anfangen, diese angestrebte, propagierte Offenheit, also die ja auch durch die Architektur transportiert wurde, war ja auf der einen Seite auch Teil eigentlich eines
ja, sozial-technologischen Reformprogramms, muss man ja auch sehen. Also das, was als Öffnung propagiert wurde, das ist ja im Grunde auch ganz stark von vornherein eigentlich auf diesen, also in dieser bildungsökonomischen Sicht zu sehen. Und mein Eindruck ist eigentlich viel eher, dass es dann in dieser Aneignung vor Ort durch die Politisierung der Lehrerinnenschaft, durch dann also die, ich meine, das ist ja auch zeitgleich mit dann neue soziale Bewegung, also es findet ja wahnsinnig viel politisch, gesellschaftlich statt in dieser Zeit, ne? Also man muss auch sich angucken, diese enorme Fallhöhe von der die Gesamtschule als irgendwie die Schule der Zukunft und die auch, das habe ich gedacht bei Leo, französisches Gymnasium, eigentlich, ich meine, der Erwartungshorizont in dieser Zeit war so, es wird nur noch Gesamtschule geben und es wird keine andere Schule, also es wird kein anderes dreigliedriges Schulsystem mehr geben, ne? Und das muss man sich eigentlich mal so vor Augen führen. Also wir kennen ja die Geschichte im Grunde also mit dem Fall dahinter sozusagen, aber für die Leute, die in der Zeit gelebt und geplant haben und so, ist es wirklich genau dieser, also dieser extreme Fall und diese extreme Enttäuschung. Und ja, ich weiß nicht, also ich finde Schließung, Öffnung, das ist vielleicht sowas, was also als Moment ständig, also so permanent eigentlich reinspielt, und ich glaube, man kann es gar nicht so ja, sowohl als auch so. Ja. Das ist also eine schöne Überlegung, darüber nachzudenken, weil das trifft auf für die Laborschule in besonderem Maße auch zu. Die zwei Dinge fallen mir da jetzt erstmal ein. Die schon bei der Eröffnung 1974, in der Eröffnungsrede sagt von Henty ganz klar, also wir haben das in einem ganz kurzen Zeitraum, Möglichkeitszeitraum überhaupt gemacht. Als er eröffnet 1974, sagt er, jetzt wäre das gar nicht mehr möglich. Da war sozusagen schon die Kritik an diesen ganzen radikalen Planungen schon da. Und mir hat jemand erzählt, der da aktiv ist, jetzt ein junger Forscher, der da an der Uni Bielefeld ist, das geht eigentlich seit 1974 so hin, wenn die CDU regiert in NRW, heißt Laborschule und Oberstufenkolleg schließen. Wenn die SPD regiert, heißt weitermachen. Also das ist sozusagen dieses Ding, diese Öffnung, Schließung ist auf dieser institutionellen, politischen Ebene, dass das immer hinterfragt wird, ein ewiges Kriterium. Ich war da auch mal mit ihm in Kontakt, ob das jetzt abgerissen wird oder umgebaut wird, dann fehlt es wieder am Geld, dann macht man einfach weiter und so weiter. Ganz konkret sieht man diese Idee, also in der Praxis der Raumaneignung, am Unterrichtsgroßraum, an diesen Unterrichtsfeldern, weil das wurde ja alles von vornherein wahnsinnig viel begleitet, beobachtet, dokumentiert und so weiter und so fort. Und eine Beobachtung war, dass die Kinder diese Felder ab dem ersten Tag eigentlich angefangen haben zuzubauen. Das war natürlich auch ein antiautoritäres Setting. Da wurde dann mit Materialien und Werkzeugen und so weiter da rumgewurschtelt. Und die haben dann sogenannte Buden gebaut. Das nennt man so in der Laborschule. Und haben sich da versteckt, haben sich da räumliche Rückzugsorte gebaut und haben da unter den Treppen, und durch die Halbgeschossigkeit gibt es dann immer so komische, auch so blinde Flecken und so ein bisschen bei den Treppen und so weiter, da so reingebaut. Und dann wurde es mehr und mehr zugebaut. Und das hat sich dann, habe ich auch neulich einen Text gelesen von Timo Zenke, das ist, den ich da gerade erwähnt habe, so ein jüngerer Forscher an der Uni Bielefeld, innerhalb von 5 Jahren entwickelt, dass dieses Budenbauen und immer mehr Palisaden und Auftürmen und Abgrenzen und die Suche nach Klassenzimmern, auch durch die Pädagogen, die dann da teilweise normalen Frontalunterricht gemacht haben, dass das sich transformiert hat in ein räumliches Setting, wo dass in eine Regeln gefunden worden sind, die so einen Ausgleich zwischen dem offenen Großraum und der Definition von Räumen gefunden haben. Da gibt es also ein wichtiges Ding, ist die Versammlung. Das sind Bänke, die einen Raum definieren, in dem man sich trifft und immer wieder zusammenkommt und dann wieder auseinandergeht, zusammenkommen, für Besprechungen auseinandergeht. Und was sozusagen am Anfang völlig informelles Zubasteln dieser Räume war, hat sich innerhalb von 5 Jahren zu so einem, also so definiert er das, bis 1979 ist das dann entwickelt worden. Und
seitdem arbeitet man dort so. Also es gab so eine, wirklich eine Experimentierphase, das ist natürlich eine super Offenheit, dass man da die Möglichkeiten hat und wo die Leute auch wirklich selbst diese Lehrer in dieser total engagierten Schule am Anfang sich hingestellt haben, versucht haben, mit Schränken ein Klassenzimmer zu definieren und da Frontalunterricht zu machen. Also dann ist auch klar, warum viele andere Schulen gescheitert sind, wenn selbst in der Laborschule die als erstes irgendwie versucht haben, wieder Frontalunterricht reinzubringen. Und da in dem Zusammenhang spricht von Hendrik dann auch davon, dass die Wand eigentlich auch einen Bedeutungswandel erhalten hat. Die Wand war erst etwas sehr Schlechtes, was man abgelehnt hat und wurde dann aber als ein schützendes, bergendes und haltgebendes Element auch, also ein Schlüsselbegriff, der dann auch viel debattiert wurde in der Laborschulpädagogik. Jetzt hatte ich noch einen Punkt, aber der fällt mir vielleicht nachher noch mal ein. Ja, gut, das sind jetzt eine ganze Reihe Punkte angesprochen. Also vielleicht möchte ich mal zunächst sagen, bin ja jetzt sozusagen über die Urbanität auf so einem eher kritischen Standpunkt gelandet, aber wenn ich mir angucke, was jetzt sozusagen aus dem, was auf den Spielplätzen gemacht worden ist, hineinbuchstabiert worden ist in sowas wie Kindertagesstätten und so weiter, dann muss ich im Großen und Ganzen jetzt nicht so pessimistisch darüber enden. Also die Veränderung, die in pädagogischer Hinsicht ab den 60er Jahren angedacht und dann teilweise auch durchgeführt ist, kriecht sozusagen gerade über die Kindertagesstätten in die Grundschulen und von da aus in die weiterführenden Schulen hoch. Und man kann in den Kindertagesstätten und Grundschulen dieser Tage natürlich schon eine massive Veränderung von pädagogischer Arbeit beobachten. Das hat nichts mehr zu tun mit der Schule von vor 30 Jahren oder Ähnliches. Also das hat sich auch dann vergleichsweise flächendeckend durchgesetzt, obwohl natürlich die Kontrollmechanismen dann nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde. Also das heißt, es gibt keine Standards ganz häufig. Je nach Bundesland unterscheidet sich das auch, aber es ist dann ein deutsches Problem. Auf der anderen Seite weiterführende Schulen, da ist man genau bei dem Problem, was jetzt schon mal angesprochen worden ist von Georg. Also es gibt natürlich einen massiven Konservatismus, zumal in der Bundesrepublik, über Bildungspolitik. Das heißt, jede Veränderung, die vorgenommen wird, wird tatsächlich von der CDU wieder zurückgenommen. Mittlerweile ist die SPD auch nicht mehr gerade fortschrittlich in der Bildungspolitik. Die hat das Thema eigentlich aufgegeben, weil es zu schwierig ist, in diesem Thema zu reüssieren. Was auch bedeutet, auf den Posten von Bildungspolitikern werden möglichst fade Gestalten gesetzt, die möglichst wenig Aufruhr verursachen, weil dieser Streit so massiv ist. Das Problem ist aber tatsächlich, dass von Öffnung und Schließung, was in Deutschland an Energien dabei drauf geht, diese Öffnungs- und Schließungsprozesse zu machen, ist atemberaubend. Also das heißt sozusagen, die guten Konzepte werden sozusagen eingeführt, also nicht nur jetzt räumlich, auch qualitativ für Unterrichtsgestaltung, für Curricula und so weiter, und die werden tatsächlich wieder zurückgenommen, sobald eine andere Regierung kommt, und das ist natürlich verheerend. Ja, also selbst wenn eine neue Regierung kommt, müsste die zumindest evaluieren, was gut gelaufen ist, anstatt aus ideologischen Gründen Dinge zurückzunehmen, und das ist auch ein sehr deutsches Problem. Wir sagen, und deswegen kommen wir an keiner Stelle in der Bildungspolitik, also zumal was die weiterführenden Schulen betrifft, weiter. Riesenproblem. Ja, also ich meine, die CDU hat, also das muss man klar sagen, noch vor 15 Jahren im Grunde gesagt, Kindertagesstätten sind Kommunismus. Ja, also das ist ja jetzt eine neue Entwicklung, dass die plötzlich sagen, also das ist ja unter Merkel sozusagen, hat sich das verändert, dass man klar gesagt hat, also wenn du mehr Geschlechtergerechtigkeit herbeiführen willst, brauchst du auch mehr Kindertagesstätten und so weiter. Das kam sozusagen von unten, aber davor war das klar, das ist Kommunismus. Ja. Und um dann auf der anderen Seite was Negatives zu sagen, also ganz weit hinten in Nordrhein-Westfalen und Bayern bei der Entstehung von Kindertagesstätten, und in Nordrhein-Westfalen ist es sozusagen die Ehe aus männlich geprägter Sozialdemokratie und dem Katholizismus, der dazu geführt hat, dass man keine Kindertagesstätten hat. Also es geht auch auf andere Art und Weise. Ja? Also da ist sozusagen viel, da steckt sehr viel drin in diesem Thema. Dann aber nochmal ganz kurz, also weil das jetzt gerade angesprochen ist mit den großen Räumen, das ist mir eben nochmal aufgefallen. Dass große Räume wie dieser nicht kindgerecht sind, das ist eigentlich nichts Neues. Tatsächlich werden aber sogar moderne Kindertagesstätten ganz oft mit dieser Raumgestaltung gebaut, weil Architekten natürlich nicht wissen, was Kinder eigentlich benötigen. Ja, die werden auch nicht gefragt.
Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass auch bei der Schulplanung der 60er Jahre eigentlich sehr autoritär geplant wurde. Und Hartmut von Hentig ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sozusagen Reformpädagogik und totalen Autoritarismus miteinander vereinbaren kann. Also diese Schulen sind ohne die Subjekte geplant worden, die diese Schulen irgendwann mal bewohnen sollen. Und das ist dann auf den Kinderspielplätzen sozusagen vor allen Dingen in den späten 60er Jahren oder bei den pädagogischen Ansätzen doch anders gelaufen. Also sozusagen man hat die Kinder sozusagen gefragt, was sie wollen, und hat die Kinder sozusagen das aufbauen lassen. Das ist ja dann bei der Laborschule, also das hast du eben beschrieben, das ist auch so, also dass die dann Buden gebaut haben und so weiter. Also dass sozusagen da der Moment der Partizipation unfreiwillig eigentlich stattgefunden, aber dann umgesetzt wurde. Das ist schon interessant. Also da, glaube ich, fehlt also immer noch was. Also ich glaube, dass immer noch sehr autoritär geplant wird, anstatt sozusagen überall auf breiter Front mit den Subjekten, die das später benutzen, zusammen zu planen. Und Kinder sind nicht so doof. Ja, also die sind schon in der Lage, sozusagen Dinge zu artikulieren. Aber das auch interessant ist, sozusagen wie der, also man kann den Raum auch einmal freigeben und er wird dann umgebaut und ich schließe daraus, wie er eigentlich sein muss. Aber das fehlt auf breiter Front. Und das ist auch ein Problem der progressiven Ansätze gewesen, ja, diese Art von autoritärer Planung. Ja, es gibt natürlich gab immer wieder auch die Aufforderung oder den Wunsch nach Partizipation oder Einbindung der Nutzerinnen, aber viel zu selten konnte dem dann am Ende entsprochen werden. Also dem eigenen Anspruch wurde in der Regel dann auch selbst dort, wo er erhoben wurde, nicht entsprochen, weil es dann in der Realität der ökonomischen und planerischen Bedingungen keinen Raum für diese Aushandlungsprozesse gegeben hat oder auch keinen Raum letztlich geben sollte. Es auch keinen Raum geben sollte für diese Prozesse. Und insofern ist dieses Missverhältnis zwischen dem zwischen progressivem demokratisierenden den Planungsprozess transparenter gestaltenden Forderungen auf der einen Seite und den dann letztlich administrativen und sonstigen Anforderungen immer eines, das wahrscheinlich nur sehr lokal in die eine oder andere Richtung gedreht oder gestoßen werden kann durch den Einsatz der Akteurinnen. Es gibt dafür keinen wirklichen Rahmen, weil es auch, und das ist ja auch etwas, was die heutige Debatte sehr bestimmt, durch die sehr strenge Abgrenzung der unterschiedlichen an so Schulbau und pädagogischen Projekten beteiligten Akteure oder Ressorts, diese Ressorts auch auf der Verwaltungsebene, auf der politischen Ebene so voneinander abgegrenzt sind, dass immer wieder der eine dem anderen die Verantwortung zuschieben kann, dass die Prozesse aufgehalten werden an diesen Grenzen und dass der Dialog einfach nicht zustande kommt. Das ist etwas, was ich auch im Gang in die Archive der 60er, 70er Jahre immer wieder, also darauf stößt man immer wieder, auf diese Überraschung, sich den Architekten, den Planern und dann den Nutzerinnen, den Schülerinnen und den Lehrern stellt, wenn 5 Jahre nach dem Wettbewerb die Situation schon wieder eine ganz andere ist, der Bau aber da steht und auf der Grundlage des Wettbewerbs, der vor 5 Jahren stattgefunden hat und dann sich nicht nur die Curricula verändert haben, sondern möglicherweise die Schulform geändert hat und die Zahl der Schülerinnen, die in so einem Raum zusammenkommen sollen, sodass dann, dass es immer auch darum ging, oder die Realität diejenige war, dass diese Architekturen in einem permanenten Umbau begriffen sein mussten, wenn sie denn irgendwie den Anforderungen standhalten wollten. Das ist ein grundsätzlicher Zug. Vielleicht noch eine, bevor wir dann gleich öffnen, vielleicht noch ein Punkt, nämlich die Frage der Stadt und des Städtischen. Also das ist ja interessant, dass die Schulen die Gesamtschulen, die Ganztagsschulen der Zeit zunehmend nach dem Modell der Stadt oder an dem Modell der Stadt orientiert waren. Allerdings die Stadt nach innen gestülpt wurde und das wurde auch mehrfach betont, die Außenwirkung der Schule, aber auch die Außenbeziehung der Schule oder der Schulgebäude immer sehr eher in den Hintergrund gedrängt wurde, weil man glaubte, die Stadt, wenn man die Stadt sozusagen in den Schulbau, in den Schulraum, den gebauten Raum hineinholt, würde man auch die Vorbereitung auf das städtische Leben noch besser
anleiten, zudem noch besser anleiten können, es noch besser kontrollieren können. Wobei auf der anderen Seite man aber auch sagen muss, dass immer wieder Forderungen nach einer Durchlässigkeit zur städtischen Umgebung im Raum standen, dass die Schulgebäude vielfach genutzt werden sollten, dass bestimmte, also die Bibliothek oder die Mensa anderen Nutzung offen stehen sollten, was aber in seltensten Fällen dann auch tatsächlich getan wurde, weil das auch in der Organisation in der Kommunikation mit dem städtischen Umraum zu schwierig war, zu aufwendig war und auch niemand wirklich Interesse daran hat am Ende. Aber die Stadt spielt ja sowohl in dieser Spielplatzfrage so eine zentrale Rolle, das Verhältnis zur Stadt, der Raum des Spielplatzes, der Ort des Spielplatzes in der Stadt und das Verhältnis zum Stadt und auch die transformative sozusagen Kraft, die von Spielplätzen in den Stadtraum hinein ausstrahlen konnte im Idealfall, und auf der anderen Seite die Frage, wie dieses städtische Leben in der Schule eigentlich letztlich funktionieren konnte, weil die Stadt war ja auch nicht überall. Die Stadt, welches Modell von Stadt stand da eigentlich immer im Raum? Was ist mit dem ländlichen Raum? Was ist mit der sozusagen der Stadt, die in ländlichen Regionen simuliert wurde, in den Großraumschulen, die in den ländlichen Regionen entstanden sind? Also dieses Verhältnis von Stadt und Lernraum oder Lernort war eines, das also in der Zeit, also auch bezogen auf Hochschulen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, weil immer wieder die Frage war, kann man die Integration tatsächlich herstellen oder muss man das städtische Leben gewissermaßen in den Schulen simulieren, nachbauen, modellhaft durchspielen. Und da vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Stadt, zu dem Verhältnis von Pädagogik, dem Verhältnis von Lernen und Lernräumen zum städtischen Raum und wie sich die Veränderung des städtischen Raums in diesen Lernräumen vielleicht wieder gespiegelt und niedergeschlagen hat. Ja, vielleicht muss man bei den einzelnen Gesamtschulen genau gucken, also sind das Schulen, die schon in einem, sagen wir mal, fertig gebauten städtischen Raum entstanden sind, oder was es bei dem Gros der Schulen der Fall war, war es so, dass die Stadtbezirke sozusagen, Stadtquartiere hochgezogen wurden, also Sozialbauten plus dann eben Schulen, die man vorher eigentlich als Teile des dreigliedrigen Schulsystems geplant hatte, und dann hat man es eben, als dieses Gesamtschulprogramm anfing, sozusagen als Gesamtschule geplant. Innerhalb der Schulen, ich meine, das ist eine gute, also ja, finde ich einen interessanten Gedanken, also diese Arbeitsteiligkeit der Stadt oder die von urbanen Räumen, wie man das so in die Schulen sozusagen mit reingeholt hat, verbunden auch mit einer vielleicht Rhythmisierung des Tagesablaufs, also auch noch einer viel stärkeren Planung und Füllung durch diverse Funktionalitäten und sowas. Also so finde ich eine gute Idee, habe ich bisher nicht weiter darüber nachgedacht. Vielleicht noch ein Wort zum ländlichen Raum. Also den finde ich manchmal fast noch spannender, weil da natürlich die Fremdheit von dieser Gesamtschulidee möglicherweise noch größer war, also transportiert dann eben auch durch diese Bauten und sowas. Und was da sehr interessant ist, ist, dass oft im Grunde die herkömmliche Schule dann im Schulalltag, im Unterrichtssetting sozusagen reaktualisiert wurde. Also dass man im Grunde zwar diese supermoderne äußere Hülle hatte, aber drinnen war doch alles sehr, 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 wie es eigentlich immer war. Ich kann vielleicht nur kurz was ergänzen zu den Projekten, die ich jetzt da mir genauer angesehen habe. Also dass ja diese städtischen Begriffe wie Schulstraße, Forum und so weiter oder jetzt heute Lernhaus, um das zu untergliedern, ja eine wichtige Rolle spielen, das ist ja bekannt. Die Laborschule liegt ja am Rande der Stadt und ist ja mehr der Universität zugeordnet. Und ich habe dir am Anfang gezeigt, die sieht ja jetzt so aus, wie so eine Schule aussieht, also aus der Zeit, ja, mit diesen horizontalen Gliederungen. Aber was ganz interessant ist,
dass es von Leo schon auch die ein oder andere Skizze gibt und auch Außenansichten, die zwar ganz marginal nur in den Archivbeständen oder auch in den Publikationen sind, aber da sieht man, dass er nicht die damals übliche horizontale Gliederung, also diese wirkliche gewollte Gesichtslosigkeit der Halle haben wollte, sondern eine vertikale Gliederung orientiert an dem Raster. Und diese pyramidalen Dachelemente, die dann später zu Schätz wurden, das war bei ihm komplizierter und teurer, wie so kleine Giebelchen so aufsetzen wollte und eventuell auch mit Farbe arbeiten. Er hat nicht so viel gebaut, aber Farbe ist eigentlich immer ganz wichtig. Und ich habe das mir länger angeschaut und hatte, es erinnert auch an Gewächshausfronten aus diesem Standardgewächshaus der Niederlande, aber es erinnert eben auch an so ein abstrahiertes Idealbild eines Hauses. Und man könnte dann diese Fassade, die aus so einer Reihung von so giebelständigen kleinen Elementen eben auch als eine Stadtansicht denken. Und da, das habe ich weggelassen aus Zeitgründen, aber da spielt, ist, was du sagst, die Stadt nach innen gestülpt. Ja? Und ich hatte das Gefühl, dass er das als Bild wieder nach außen hätte stülpen wollen, eventuell. Beim französischen Gymnasium ist es, das nennt sich wirklich Großstadtschule von denen, die das dann so gefeiert haben. Da wollte ich noch ergänzen, weil es ist ein bisschen hinten runtergefallen, auch wegen Zeitmangel. Die Partizipation, die war eigentlich der Grund, ich habe das ja kurz gezeigt, Rudi Müller und dieses Heft, also das ist natürlich ganz stark von diesem engagierten Kunstlehrer geprägt. Bei aller Kritik an Formfragen, an Zuständigkeiten und so weiter, ist es am Schluss die Partizipation. Also wirklich 66 ein Vorläufer der 68er Bewegung, was ihn am Schluss ärgert, diesen Lehrer, der durch dieses Heft und durch die ganzen Beiträge spricht, ist der Mangel an Partizipation, dass über die Köpfe hinweg entschieden wurde, was das sehr, sehr spannend macht mit genau dieser Frage. Das ist eigentlich dann der Kern, was ihn dann ärgert, dass das schiefgelaufen ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel noch zu sagen kann. Also ich meine, das eine ist, also vielleicht nochmal kurz zu ländlichem Raum. Also der Spielplatz ist natürlich was sehr Städtisches. Also im ländlichen Raum braucht man keine Kinder von der Straße zu holen. Und das ist ja auch heute sozusagen die Tendenz, wenn Leute aufs Land ziehen, die werden als erstes dir sagen, es ist ungefährlich für die Kinder. Ob das so ist, weiß ich nicht genau, aber man nimmt das erstmal so wahr oder dass das sozusagen angereicherter ist mit Spielanlässen. Ich glaube es persönlich nicht, aber da sind wir genau bei den Glaubens. Fragen. Also das heißt, es geht um das Verhältnis des Spielplatzes zur Stadt und dass der Spielplatz selber die Stadt abbildet, ist jetzt eher, also es gibt das in den USA bei Richard Detner, da war das Beispiel ganz gut, das ist aber glaube ich eher auch eine Annäherung an die Architektur, als dass das eine bewusste Idee gewesen ist. Ansonsten würde ich aber sagen, also dass das Verhältnis des Spielplatzes zur Stadt quasi nicht abgegolten ist. Also diese Frage, die da aufgeworfen worden ist in Colin Ward's Das Kind und die Stadt beispielsweise, sind die Städte eigentlich kindergerecht? Sind die Städte so, dass sie Anlässe bieten für Kinder, entsprechende Erfahrungen zu machen? Das sind relevante Fragen, die bis heute eigentlich nicht entsprechend aufgegriffen werden. Also wir reden über gendergerechte Stadt, wir reden über behindertengerechte Stadt, aber die kindergerechte Stadt, was auch ein Thema wäre, spielt dabei eigentlich keine so massive Rolle. Dabei macht es natürlich einen Unterschied, ob ich die Stadt aus dieser oder dieser oder dieser Perspektive wahrnehme und ob ich sozusagen in der Stadt verletzlich bin oder nicht oder was ich überhaupt wahrnehmen kann in der Stadt und so weiter und so weiter. Das sind im Grunde Fragen, die bei Stadtplanung auch nochmal Partizipationsaspekt weiterhin nicht entsprechend berücksichtigt werden. Ja, vielen Dank. Jetzt haben sich sicher in der Zwischenzeit auch viele Fragen ergeben. Ja, bitte. Es gibt ein Mikro im Raum. Ich habe eine Frage zum Titel Ihres Projekts und zum Titel dieser Konferenz auch. Das heißt ja Bildungsschock. Und ich konnte jetzt bei allen interessanten Erläuterungen, die Sie hier dargebracht haben, den Schock nicht so richtig sehen. Also Sie haben von sehr vielen tiefgreifenden Umwandlungen erzählt und von wiederkehrenden oder auch nicht mehr vorhandenen Problemen in der Bildungslandschaft, aber wer
genau steht unter Schock in diesem Zeitraum und warum? Und wenn man jetzt doch nochmal den Bogen schlägt zur Gegenwart, auch wenn Sie sich ein bisschen da sträuben, ist dieser Schock, der da angeblich vollzogen wurde oder unter dem Menschen standen, ist das etwas, von dem wir heute in der Bildungslandschaft profitieren? Oder ist das etwas, was Folgeschäden verursacht hat bis heute? Oder ist das, stehen wir immer noch unter Schock? Oder ist dieser Schock inzwischen einer Resignation gewichen? Das hätte ich gerne noch mal eingeordnet bekommen von Ihnen. Ja, ich hatte, vielleicht antworte ich kurz, ich hatte ja eingangs also zwei von mehreren Schocks erwähnt. Also zum einen gibt es den sogenannten Sputnik-Schock, der am Ausgang dieses Bildungsbooms oder der Bildungsexpansion der 1960er und 70er Jahre gestanden. Das war so ein sehr lautes Signal, zumindest im Westen als so lautes Signal wahrgenommenes Signal, dass zu diesen massiven und historisch unvorgängigen Investitionen in den Bildungsbereich und in den Wissenschaftsbereich geführt hat, um in dem Rüstungswettbewerb und Bildungswettbewerb und Wissenswettbewerb des Kalten Krieges die vielleicht auch nur phantasmierte Fortschrittslücke zu schließen. Das ist einer der Schocks. Ein anderer Schock ist der, den die Futurologen Elvin und Heidi Toffler 1970 in ihrem Bestseller Future Shock namhaft machen. Das ist ein Schock, der sozusagen aus der Zukunft in der Gegenwart gespürt, traumatisierend empfunden wird und diesen Schock abzumildern oder ihm angemessen zu begegnen, Maßnahmen ergriffen werden sollten, so die Empfehlung, die sehr einflussreiche Empfehlung. Und zu diesen Maßnahmen im Bildungsbereich, jetzt beziehungsweise im Bildungsbereich, hätte eben auch gehört, dass man Bildung ganz anders denkt, als vernetzt, technologisch gestützt in den Stadt und in den letztlich in den virtuellen globalen Raum verstreut und weggeht von den Ideen eines festen Ortes oder eines festen Raums, eines ummauerten Raums des Lernens und Lehrens. Das sind nur wenn man diesen sozusagen Anforderungen und diesen Schockwellen sozusagen entsprechend surfend begegnet würde, man käme man aus der sich anbahnenden oder schon manifesten Krise heraus. Man könnte aus dem Schock in dem Titel auch auflösen in andere Begriffe, also zum Beispiel in dem der Krise. Die Krise ist allerdings ein so derartig umfassender und auch letztlich transhistorischer Begriff, gerade bezogen auf Bildung. Es gibt keine Epoche, keine Phase in der Bildungsgeschichte der letzten 200, 300 Jahre, die nicht in erster Linie mit dem Attribut Krise sozusagen versehen worden wäre von den Zeitgenossen, aber auch im Rückblick. Und das heißt, es ist Bildungspolitik, Bildungsplanung auch die entsprechenden Raumpolitiken sind immer getrieben von dem Wunsch, dem Interesse daran, einer Krise angemessen, einer wahrgenommenen oder gefühlten Krise angemessen zu begegnen, für sie Antworten zu finden. Der Schock, diese historische Traumatisierung oder diese historischen Traumatisierungen heute noch spürbar sind und vielleicht auch zu bestimmten Paralysen führen, was Lösungsmöglichkeiten der aktuellen Krise angeht, das wäre etwas, was wir herausbekommen wollen. Inwieweit dieses Archiv, dieses auch teilweise stark von Amnesie betroffene Archiv der 60er, 70er Jahre eines wäre, das auch ein Archiv der Traumata oder der Traumatisierung ist und der Schockwirkung und wie dieses Archiv entsprechend aktiviert werden könnte, um das aktuelle Bildungstrauma zu therapieren. Ja, das ist ein Anspruch, der sich in diesem Titel verbirgt. Ähm,
Also auch von mir vielen Dank für diese extrem spannenden Vorträge. Der Dank kommt von der Person, die als Lehrerin an der Kunsthochschule arbeitet, mit Gestalterinnen und DesignerInnen. Also was ich so spannend finde, ist die Verschränkung zwischen Bildungspolitiken und gestalterischen Überlegungen, weil die Leute, mit denen ich arbeite, sich gemeinhin einfach sehr wenig für Bildungskonzeptionen interessieren und ich da sehr viel mitnehme. Ich habe eine vielleicht Hinzufügung, diese Frage des Spielens in den späten 60er Jahren finde ich extrem relevant. Ich möchte erinnern an das New Games Movement, also oder auch die Relevanz, die Scores in den bildenden Künsten bekommen, also eigentlich eine Auseinandersetzung um Regelwerke und im Zentrum dieser, also New Games Movement als eine Bewegung, die sich überlegt, wie kann man Spiele non-kompetitiv und damit definitiv kapitalismuskritisch entwerfen, also anderes Spielen als am Wettbewerb entlang orientiert. Und im Zentrum dieser Fragen stehen Regelwerke, aber eigentlich die Erfindung von Kollektiven. Und das verändert sich vor allem. Also ich bin total dankbar über diese Überlegungen zu der Zentralisierung von Konsum und der Infantilisierung der erwachsenen Konsumentinnen. Aber für mich verschwindet vor allem die Frage, welche Kollektive erfinden wir im Spielen. Ich habe eine kurze Frage, oder ich hätte gerne auch eine Antwort von Gregor Habusch, weil mich die, Sie haben an zwei Stellen Konflikte erwähnt, der Bildungstheoretiker in Bielefeld, der im Konflikt ausscheidet aus der Erfindung der Reformschule und dann der Architekt, oder die zwei Architekten, die ausscheiden von dem Planungskollektiv. Ich frage Sie deswegen danach, nach den Konflikten, weil ich wichtig finde, den Reichtum in linken und radikal linken Kontexten auch darzustellen und nicht immer nur entlang des Konflikts zwischen denen, die die hegemonialen Kämpfe gewinnen und eigentlich, also den konservativen Kräften versus, also eine einfache Dichotomie zwischen rechts und links zu machen, sondern den Reichtum in linken Kulturen auch noch darzustellen. Und genau, also was waren das für Konflikte? Ja, jetzt muss ich kurz nachfragen. Also Ludwig Leo ist ausgeschieden. Also ein Bildungstheoretiker ist nicht ausgeschieden, habe ich. Also nein, Sie haben die Namen nicht. Sie haben gesagt, von Hentig, der macht immer mit. Der war dann auch Direktor bis 1987. Naja, Sie haben an zwei Stellen von Konflikten gesprochen, die würden mich eben interessieren. Wie heißt denn der in Bielefeld der Schule, der Professor von Hartmut von Hentig? Ja, das ist der Chef. Der hat da gemacht bis in die 80er Jahre. Ja, das ist aber missverständlich. Jetzt nicht die, also die Frage ja. Ist, Sie haben an zwei Stellen von Konflikten gesprochen. Ja, das ist immer Ludwig Leo. Genau. Mich würden die inhaltlich interessieren. Nee, das kann ich gerne erklären. Das wird ein bisschen kompliziert, aber das ist tatsächlich ein innerlinker Konflikt, wenn man so möchte. Also Ludwig Leo war auch bekennend politisch links stehend. Das Planungskollektiv trägt es schon im Namen. Wie gesagt, die haben nach dem Mauerbau im Osten was gebaut. Das ist dann ganz klar, wo die politisch stehen. Das sind aber Konflikte, die haben sehr viel mit Architekturpraxis zu tun und meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel mit jetzt so einer politisch-pädagogischen Dimension. Also da geht es darum, es gab diese beiden Teams, das kann ich vielleicht nochmal erklären, ist alles ein bisschen kompliziert. Das Ludwig Leo und seine Leute wurden beauftragt, die Laborschule entwerfen, diesen Vorentwurf. Das Planungskollektiv 1 wurde beauftragt, das Oberstufenkolleg zu entwerfen. Die kannten sich alle aus Berlin, das ist klar. Und die waren aber alle in Bielefeld. Und dann haben die das gemacht. Es gibt auch einen Entwurf vom Planungskollektiv für das Oberstufenkolleg, habe ich nicht gezeigt. Und dann wurde das, dann lag das vor. Und dann wurden aber die beiden Schulen in ein Gebäude vereint und auf ein neues Grundstück gesetzt. Das ist einfach eine Entscheidung des Wissenschaftsministeriums, die gesagt haben, wir machen das jetzt anders im Aufbau dieses ganzen Unicampus. Und dann gibt es Konflikte, die am Ende auch keiner weiß wirklich, wie es war. Aber es gab dann sehr viel Streit, oder es ist andersrum, es gab eine Landesplanungsgesellschaft, und da sind wir nämlich wieder bei den Links-Rechts-Konflikten, Landesentwicklungsgesellschaft und einen Leiter dort, Herr Herding, von dem ich bis heute den Vornamen nicht weiß, der sehr, sehr stark Druck ausgeübt hat. Der kam aus München, da haben wir beteiligt gesagt, der hatte so einen Lodenjanker an und so Schmisse im Gesicht. Und damit war der natürlich für Ludwig Leo sofort unten durch
Und das war ein großer Konflikt, weil das einerseits natürlich unterschiedliche Milieus, aber es gab ein sehr, sehr strenges Reglement von dieser Landesentwicklungs-, heißt die überhaupt, vielleicht habe ich jetzt auch was anderes, also von dieser Institution auf die Architekten, um das alles sozusagen fristgerecht und kostengerecht zu machen. Und das sind dann aber wirklich innerarchitektonische Fragen, wer macht die Ausführungsplanung, wer macht die Erstausstattung, in welchem Vertrags- und Kommunikationsverhältnis steht die sogenannte Aufbaukommission der Pädagoginnen, die da gearbeitet haben, mit den Architekten, werden die nach Honorarordnung bezahlt oder nicht, wurden sie nicht, wurde die Vorentwurfsplanung im Honorar berücksichtigt, wurde sie nicht und so weiter und so fort. Und da hat dann der Leo irgendwann nicht mehr mitgespielt und am Schluss weiß es keiner genau warum, da gab es dann auch zwischen diesen beiden Teams auch Abwerbungsversuche und so weiter und so fort. Und die es gebaut haben, waren dann auch sehr unglücklich damit. Also das sieht man heutzutage nicht, man wundert sich auch, man geht da durch und sagt, unglaublich, es gibt diese Institutionen, die machen da Unterricht, fantastisch, was die gemacht haben, sowohl für von Hentig, der war sehr, sehr ambivalent mit dem Großraum, auch als es eröffnet wurde und hat dann da auch argumentativ rumgeeiert, dass er was ganz anderes wollte. Das ist auch dieses Idealbild, die Projektion auf Leo und auch das Planungskollektiv 1. Ich habe da einen der Architekten auch mal ein Zeitzeugeninterview gemacht. Der hat gesagt, der Leo hatte recht, dass er ausgestiegen ist. Das war mein Architekten Waterloo. Also das war ganz, ganz schlimm. Ein Desaster war das. Ist für uns heute so nicht nachvollziehbar. Wenn man aber ganz genau einsteigt in diese Architekturpraxis und sich das genauer anschaut, dann kann man das nachvollziehen, was die eigentlich alles noch mehr wollten, noch mehr an Ausstattung und so weiter und Detaillierungen und sowas. Ja. Es gibt jetzt, ich habe vielleicht hier noch was übersehen. Haben Sie sich schon, Sie hatten sich eben schon, glaube ich, gemeldet. Dann würde ich, hier ist eine Wortmeldung und dort hinten, dann fangen wir vielleicht hier an. Ja, guten Tag, mein Name ist Kerstin Renz, ich bin Architekturhistorikerin und forsche auch zum Thema Schulbau. Wir sind jetzt bei allen drei Beiträgen immer wieder die Gedanken gekommen, wie wird die Ausstellung nachher werden. Sie haben, Herr Hullert, am Anfang von Bildungsreserven gesprochen und wir wissen ja, dass in den 60ern vor allen Dingen Bildungsreserve das meinte, was war da im ländlichen Raum an ungehobenen Schätzen, und dahin flossen ja auch die meisten Gelder. Es ist ja jetzt, wir wissen ja, dass diese großen Schulen, die wir hier gesehen haben, Osterburken, die Weinheimer Multschule, dass das alles Schulen sind, und Bielefeld ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, die jetzt nicht unbedingt in der Megacity entstanden. Also ich halte das Thema Gesamtschule, große oder eben dieses Schlagwort von der Bildungsfabrik durchaus für ein Thema, das im ländlichen Raum anzusiedeln ist. Und da wollte ich Sie fragen, ob das jetzt auch Teil dann der Ausstellung sein wird. Denn ich finde es ganz wichtig, wir sitzen jetzt in Berlin, aber es ist ein Thema des ländlichen Raumes. Und ob das jetzt auch dann so zum Ausdruck kommen wird, das wollte ich Sie fragen, wie das dann ist im nächsten Jahr. Ja, das ist vielen Dank für den Hinweis. Ich arbeite intensiv zur Multschule in Weinheim, und das ist eines der viel diskutierten Gesamtschulprojekte der Zeit im ländlichen Raum. Die Frage ist sehr berechtigt, weil sich die Darstellung in einem städtischen Kontext scheint naheliegender zu sein, also die Darstellung aus einem städtischen Kontext heraus. Aber wir haben eben auch, also da es sich ja um eine Ausstellung handelt, die nicht nur auf Deutschland und Deutschland Ost und West beschränkt bleibt, sondern bleiben soll, sondern eben auch eine global ausschwärmt, haben wir eine ganze Reihe von Fallstudien zu ländlichen, ruralen Schulprojekten, etwa in Brasilien, in Kuba,
und an anderen Orten. Das ist ein, und auch Orte, die man jetzt nicht gemeinhin als ländlich beschreiben würde, sondern aber die trotzdem auch was auch ländlich sind, weil sie nicht städtisch sind, etwa wie ein Schulprojekt in der Arktis in der Zeit. Also das heißt, es gibt diese Dezentrierung des städtischen Blicks oder des auf die Stadt fokussierten Blicks, die haben wir durchaus, der versuchen wir durchaus nachzukommen. Ja. Also, aber es ist ein, ich finde auch, es ist entscheidender, auch gerade also wenn man sich die aktuelle politische Situation ansieht und welche Rolle diese Land-Stadt-Spannung oder die Land-Stadt-Dialektik im momentanen Diskurs spielt und auch immer schon gespielt hat, ist das dringend zu berücksichtigen. Ja, danke. Da hinten als eine weitere. Achso, ich glaube, dass Sie war zuerst. Ja, mein Name ist Eva Zepp und ich forsche in meiner Dissertation dazu, wie Nutzerinnen und Nutzer von Schulbauten eigentlich konstituiert worden sind in diesem Zeitraum ab 68. Und ich würde gerne nochmal auf die Fragestellung der Partizipation zurückkommen. Ich habe zum Institut für Schulbau an der Universität für Stuttgart geforscht und da gab es einen Architekturtheoretiker, Christoph Feldkeller, der sich dafür eingesetzt hat. Also trotz dieser Rationalisierung hat er behauptet, wenn Rationalisierung wirklich rational wäre, dann müsste sie zum Punkt kommen, zu merken, dass sie einfach Grenzen hat und dass Rationalität nicht alles lösen kann und plädiert dann für Sozialforschung, also für ethnografische Beobachtungen, ethnografische Studien in Schulen. Jetzt haben Sie, Herr Harbusch, eben erwähnt, dass Ludwig Leo seinen Nutzerinnen und Nutzern sehr genau zugehört hätte und ich glaube, bei Herrn Tekes-Sidis wurde das auch erwähnt, dass Aldo von Alk eben versucht hat, sich an der Lebensrealität der NutzerInnen zu orientieren. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Also haben Sie tatsächlich auch Informationen dazu gewinnen können, wie solche Formate dann tatsächlich ausgesehen haben? Beim Institut für Schulbau wurde das nie erprobt. Und ich habe jetzt bei einem zeitgenössischen Schulbau beobachtet, ein Bildungszentrum, das im Rahmen der IBA in Hamburg entstanden ist. Da gab es einen partizipatorischen Prozess. Da wurden Kinder und Jugendliche, das natürlich sehr löblich ist, da wurden die befragt, aber haben nachher einen Platz mitgeplant, auf den sie zu Pausenzeiten gar nicht drauf dürfen. Also ich glaube, ja, mich würde einfach sehr interessieren, wie tatsächlich die Formate dann aussehen, weil die Forderung, das ist ja das Interessante, steht immer im Raum, aber es gibt so wenig Fleisch, zu dem man da forschen kann. Ja, ich fange mal an zu antworten, weil das ist relativ simpel bei Ludwig Leo. Das ist, da gibt es keinen formalisierten Partizipationsprozess, gab es da nicht. Auch beim französischen Gymnasium nicht und auch wenn der in dieser Zeitschrift, in der Schülerzeitschrift das so gelobt wurde, auch nicht, weil Leo irgendwelche Partizipationsprojekte gestartet hat. Ich habe nicht so viel über ihn erzählt und kann da nur kurz ergänzen, dass er kein Architekt war, der solche wirklich partizipativen Projekte moderiert hätte, sondern schon jemand, der sehr stark in einer vergleichsweise klassischen Architektenrolle sich als den Gestalter und Planer gesehen hat, der die anderen befragt und der Informationen einholt, aber dann doch alles zu einer architektonischen Lösung zusammenführt. Und das ist dann sicherlich das Gespräch zwischen Entscheidungsakteuren wie von Hentig oder Pädagogen der Aufbaukommission, die dann von ihm auch Leute, die erlebt haben, auch gesagt, die wurden auch gelöchert immer und immer wieder, was sie machen. Aber am Schluss wird von ihm dann eine Lösung erdacht, die schon er zu verantworten hat. Der ist Jahrgang 1924 und hat eigentlich am Höhepunkt seiner Karriere, Anfang der 70er Jahre, eigentlich als das genau anfängt mit der Partizipation, auch die IBA in Berlin 84, 87, da eigentlich ist er raus aus der Praxis, war kurz an der Uni, aber es gibt auch die These dazu, dass er eigentlich, indem dass er so ein relativ starkes Architektenego war, mit diesen wirklich moderierenden Prozessen, wo der Architekt wirklich nur noch einer von vielen ist, auch gar nicht zurechtgekommen wäre. Deswegen, das gibt es da nicht, da habe ich auch nichts dazu gefunden.
Ich habe auch nicht so weit dann zugeschaut, ob die da irgendwas über, wie sich die Nutzer da vorgestellt haben in den Planungsprozessen, aber von Architektenseite nein, nicht wirklich. Da geht es wirklich um einen Architekt, der das Gespräch sucht, der Leute auch sicherlich mit Fragen zuballert, aber dann wirklich seine eigene Lösung entwickelt. Ja. Ja, also die IBA in Hamburg ist sozusagen bekannt dafür, dass sie maximal Partizipation suggeriert hat und sie maximal nicht eingelöst hat. Also die haben auch tatsächlich so, also die haben sozusagen Zentren für interkulturelle Altenpflege gebaut, ohne im Viertel einmal nachzufragen, wer eigentlich alles interkulturelle Altenpflege betreibt. Und das ist dann wirklich schon interessant, wie sehr man sich damit schmücken kann und gleichzeitig sozusagen die bestehenden Projekte platt machen kann. Nun kann man jetzt, also für die, also das eine Problem ist, und es gibt sozusagen dabei verschiedene Probleme. Also ich glaube natürlich, dass es, also im Großen und Ganzen hat es auch in der Architektur eine ganze Menge dieser Art von Beteiligungsprozessen gegeben. Also schon angefangen beim Team 10 und auch sozusagen, also in der Zeit, in dem genau diese Art von Architektur, also groß geplante Architektur entstanden ist, die sozusagen vor allen Dingen den ungeplanten Wohnungsbau beseitigen sollte. Grand Ensemble sind in Frankreich und in Großbritannien, also sozialer Wohnungsbau, hat es natürlich auch so ein Gegensteuer gegeben, wo man sich angefangen hat, das Zusammenleben im Slum oder Ähnlichem anzugucken und von da aus zu überlegen, wie denn eigentlich nicht das Hochhaus aussehen sollte, sondern welche Formen des Zusammenlebens sich in Architektur abbilden müssen. Dann gibt es Leute wie Architekten wie Ralf Erskine, die sozusagen sozialen Wohnungsbau geplant haben und in den Wohnungsbau eingezogen sind und ihr Büro in der Mitte davon hatten, um ansprechbar zu sein. Und da kann man jetzt eine ganze Menge Beispiele nennen. Aus der pädagogischen Praxis gibt es genauso eine Menge von Beispielen. Also die Dokumentation, die das Projekt Keks gemacht hat über die Zusammenarbeit mit den Kindern, gehen schon recht tief sozusagen darüber. Allerdings ist Dokumentation ein ganz wesentliches Problem. Also das heißt, wir haben über diese Partizipationsprozesse im Großen und Ganzen keine Dokumentation, weil das alles oft auf Projektbasis stattfindet und sozusagen das auch nicht angefordert wird, das, was an Partizipation oder was an Kollaboration, wäre jetzt mein Begriff, geleistet wird, eigentlich irgendwo abzubilden. Das heißt sozusagen, alle fangen dann auch wieder von vorne an, wenn sie das nächste Kollaborationsprojekt planen, und dann ist es auch immer so, dass sozusagen die üblichen Dinge stattfinden, Befragungen, ja, als ob man noch nie darüber nachgedacht hatte, dass wenn irgendwie eine Person mit Autorität in ein Viertel geht sozusagen und irgendwelche Bewohnerinnen befragt, dass er dann sozusagen bestimmte Erwartungen zurückgespiegelt bekommt oder sozusagen ihm Misstrauen oder ihr Misstrauen entgegenschlägt. Ja, also das ist ja sozusagen, all das weiß man eigentlich und trotzdem wird das alles auf die dilettantischste Art und Weise nochmal gemacht. Also wenig Nachdenken darüber, wie die Prozesse aussehen können, und wenig Dokumentation der bisherigen Erfahrungen. Ja, also das sind so wesentliche Schwierigkeiten darin. Heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Heißt auch nicht, dass es jetzt sozusagen im Bereich Jugend nicht alle möglichen Formen oder Kinder nicht alle möglichen Formen von kollaborativen Projekten in Berlin zum Beispiel gerade gibt. Kann ich jetzt so eine Liste machen, wo das gemacht wird. Ja, also das ist gar keine Frage. Das Problem aber ist, was ich nochmal sagen würde, also dass man sozusagen, also das war jetzt vielleicht auch nochmal von wegen der Kollektive eben nochmal, also das ist so ein bisschen wie mit Kindererziehung selber, ja, also das pädagogische Verhältnis quasi immer paradox ist. Also das heißt, ich muss Autorität ausüben, um einer Person zu ermöglichen, gegen Autorität zu sein. Ja, also die Befreiung dieses Subjektes besteht darin, sozusagen auch gegen Autorität angehen zu müssen. Aber dafür, um das gewährleisten zu können, die Freiheit dieser Person, muss ich quasi Autorität ausüben. Was irgendwie einfach das Ganze von vornherein total paradox macht. Und das ist natürlich auch im Verhältnis des Architekten, der über ein massives Wissen verfügt, zu den jeweiligen Leuten, die das nutzen und so weiter, auch immer da. Diese Autorität, die kann ich nicht verleugnen. Ja, ich kann die nur sozusagen moderieren in dem jeweiligen Kollaborationsverfahren, und darüber wird aber eben nicht, meiner Meinung nach, nicht genügend nachgedacht, wie diese Moderation eigentlich stattfinden kann. Also Planung weiterhin, ich finde das total erstaunlich, also ich habe jetzt viel mit dem Thema Einwanderung zu tun, also ich war kürzlich mal in Köln auf einer Veranstaltung, wo der Flüchtlingskoordinator der Stadt Köln jetzt also sozusagen ein eigentlich fortschrittliches Konzept vorgestellt hat.
nämlich gesagt hat, also Köln möchte jede Person, die nach Köln kommt, als Ersteinwanderer behandeln, egal ob Fluchtstatus oder Expat-Status. Und man hat dann angefangen zu überlegen, was braucht denn dieser Ersteinwanderer in Köln, wenn er jetzt seinen Kontakt mit der Verwaltung hat. Und dann haben sie sich innerhalb der Verwaltung zusammengesetzt, um darüber nachzudenken, was diese Ersteinwanderer eigentlich brauchen. Und das hat er dann präsentiert auf einem Kongress, wo lauter Gruppen von Geflüchteten, Selbstorganisationen, Gruppen von Leuten, die Geflüchteten sozusagen geholfen haben über die Zeit, Ehrenamtler, Migranten-Selbstorganisationen und so weiter waren. Also so ein Raum, noch mehr Leute, alle aus diesem Kontext, und der sitzt da und sagt, wir haben mit der Verwaltung mal besprochen, wie wir das jetzt genau machen. Und das ist so üblich immer noch in der Bundesrepublik, das genau so zu machen. Und dann ist es ja wirklich so, also Neoliberalismus wäre noch ein Geschenk, ja, also weil wo du dann sagst, also irgendwie so, entschuldigen Sie mal bitte, Sie können doch kein Produkt auf den Markt bringen, wenn Sie noch nicht mal nachgefragt haben, was Leute eigentlich wollen. Ja. Also das ist schon erstaunlich, wie weit das dann wirklich voneinander entfernt ist, weiterhin. Ja. Und dann noch darf ich einen kurzen Satz noch zu den... Nur zu den Kollektiven, die eben angesprochen worden sind. Ja, also ich würde Kinderspiele nicht überschätzen. Also der Moment dieser The Model zeigt auch, dass es das Model nicht unbedingt gibt. Ja, also es gibt sozusagen jede denkbare Form von Zusammenspiel von Kindern. Und ich finde das sozusagen also die Frage des Kollektivs ist eine wichtige Frage, aber ich lasse es mal dabei. Das müsste man, glaube ich, noch intensiver besprechen. Ja, ich muss hier leider in die Mittagspause verabschieden. Ich danke den drei Gästen und Ihnen im Publikum.